Guten Tag. Wie versprochen, neues Video von Savage Scooters. Heute sind wir bei Kingwelle. Das hatte ich euch ja versprochen und das wird ein sehr interessanter Tag und das werden wahrscheinlich 3, 4, 5 Videos, keine Ahnung. Wir lassen uns mal überraschen, aber wir starten jetzt mal in den Tag und ich kann euch sagen, auf uns wartet jede Menge geile Scheiße. Also bis dann. So, Freunde, jetzt geht's los. Wir sind bei Kingwelle. Ich habe mein Kameramädchen dabei, das ist die Franziska. Die habe ich aus so einem Pool von ehemaligen Kamerakindern von Michael Schanze. Da konnte ich mich halt noch bedienen. Und Franziska geht's gut und fühlt sich der Sache auch gewappnet. Und es ist scheiße kalt. Wir gehen jetzt mal rein und ich stelle euch Kingwelle vor. Ich stelle euch die Produktion vor, ich stelle euch die Leute vor. Und ich glaube, wir fangen mal an mit Christoph Kramer. Und da zeige ich euch ja jetzt mal so ein paar Impressionen. Wer ist Christoph Kramer? Und sein Bruder Michael ist auch da. Und die lernen wir gleich alle kennen. Und wird bestimmt eine lustige Sache. Also viel Spaß bei dem Video. Christoph, komm, dann zeig uns mal die heiligen Hallen, jetzt geht's los. Das heißt, hier wird quasi das, was ihr euch ausdenkt, wird quasi da entwickelt. Genau. Was ihr entwickelt, das wird hier produziert. Hier ist die Fertigung. Hier ist die Fertigung. Richtig. Das heißt, hier werdet ihr jetzt quasi direkt sehen, wo die Sachen gebaut, gefräst und du sagst mir einfach genau, was ihr hier macht und welche Schritte ihr hier macht und erklärst uns so ein bisschen, was hier los ist. Okay. Guck an. So, okay. Erzähl mal ein bisschen was zu dem Unternehmen. Das ist ja nicht euer Unternehmen. Das ist nicht unser Unternehmen. Das ist von meinem Bruder, von Michael, der Schwiegervater, der diese Fertigung aufgebaut hat. Das ist der Michael, der bereitet gerade die Kingwellen vor. Der hat leider kein Mikro an, deswegen müssen wir ein bisschen improvisieren jetzt gerade. Also Michael kann im Moment zwar sprechen, aber ihr werdet ihn wahrscheinlich sehr schlecht hören. Das heißt, hier wird alles gebaut. Das ist der Betrieb vom Schwiegerpapa? Genau. Okay. Das heißt, der baut für euch quasi das, was ihr euch ausdenkt? Er fertigt für uns das, was wir konstruiert haben und benötigen. Ohne ihn gäbe es Kingwelle nicht. Also wir haben da lange Entwicklungszeit und Lehrgeld bezahlen müssen, alles mit ihm zusammen. Er hat die Maschinen, die diese Präzision fertigen können. Ja. Es spielt eine große Rolle dabei, ob man aufs Tausendstel fertigen kann oder nur aufs Hundertstel. Ja. Das heißt, ihr habt ganz kurze Wege. Er liefert die Schnellschüsse. Wenn wir in 2 Wochen was ganz Spezielles aus irgendeinem Grund benötigen, konstruiere ich schnell zu Hause, komme hierher und übers Wochenende können wir das verwirklichen, was wir benötigen. Ja, das ist natürlich fantastisch. Ne? Wenn ihr solche Möglichkeiten habt, dann ist auch mal eben was, wenn du einen Floh im Ohr hast, dann haust du den mal eben übers Wochenende raus. Ne? Ganz genau. Ja, ist natürlich mega. Bestes Beispiel, Entschuldigung, war die King-Kupplung. 5 Scheiben, Small Frame. Ja. Wir haben immer die Rennen verloren, weil die Kupplung nicht richtig funktioniert hat. Und dann haben wir irgendwann erkannt, was wir benötigen, wie die Kupplung konstruktiv aussehen muss, welche Materialien und so weiter.
Und dann haben wir in einer Woche die Konstruktion fertiggestellt und eine Woche später waren die Teile da gelegen. Also 2 Wochen für die King-Kupplung. Von der Idee bis? Vom Gedanken bis zum Einbau. Ja. Und ja. Das geht natürlich nur mit Familie. Ne? Ganz genau. Wenn du da in einen örtlichen Betrieb gehst, der sagt dir wahrscheinlich, oh, kommst du mal in meinem Jahr wieder, dann haben wir vielleicht ressourcenfrei. Das ist jetzt 8 Jahre her und heute ist sie immer noch die Kupplung, die wir empfehlen. Gut. Ohne Veränderung. Ja. Kommen wir alles gleich noch zu. Legen wir mal los. Ihr zeigt mir, was ihr hier tut. Los, auf geht's. Es ist natürlich schön, dass hier jetzt gerade mal keine Maschine läuft, dass wir uns vernünftig unterhalten können. Genau, perfekt. Was ist das für ein Betrieb? Was macht der Betrieb eigentlich sonst? Das heißt, du kannst mir jetzt mal komplett hier erklären, was hier Sache ist. Also ich meine, das scheint ein richtig traditioneller, doch sehr großer CNC-Betrieb zu sein. Hau mal raus. Ja, wir haben eigentlich alle Maschinen, die benötigt werden, hier in der Firma zu meinem Schwiegervater vorhanden. Mhm. Hilft uns enorm, wie du vorher schon gesagt hast, kurze Wege. Mhm. Ermöglicht uns genau das, was ich jetzt tue. Mhm. Ich komme mal schnell, richte das Material her, weise die Zeichnungen zu. Ja. Und die Arbeiter können, man kann nach Feierabend mal kurz vorbeifahren und irgendwas regeln. Oder hilft uns immens, weil wir flexibel sein müssen und so flexibel sein können. Das heißt, der Manufakturgedanke, den ihr im Grunde habt, den könnt ihr auch nur deshalb so in der Form ausleben, weil Schwiegerpap im Grunde mithilft, ne? Er gibt uns die Möglichkeit. Ja, also wir liefern die Zeichnungen, wir sprechen die Produkte ab. Wäre das irgendwo in einer fremden Firma weit weg, wären die Schnellschüsse nicht möglich. Also da haben wir ganz klar. Was natürlich auch sehr viel Raum und Innovationen lässt, für sich weiterzuentwickeln. Ne? Das heißt, wenn du eine Idee im Kopf hast und Richtig. Du kannst einfach mal sagen, ich mache das jetzt mal so und so und ich brauche immer mal einen Prototypen. Im Grunde ist der Prototypenbau... Das ist ganz einfach. Ich stehe hier, letzte Woche, erinnere mich an eine Spezialangelegenheit im Kupplungsbereich. Ruf meinen Bruder an und sag, hör zu, ich habe noch 2 Teile hier, wie schaut's aus? Sagt er, ja, mach, dann lege ich die dazu, beschrifte schnell, gleich wie, aber so. Ja. 2 Millimeter länger, kürzer, Durchmesser größer und dann werden 2 Teile für uns gemacht, fertig. Ja, okay. Und das ist das, wo uns extrem hilft. Anders könnten wir das nicht, das geht nicht. Ja, das ist natürlich brutal. Das heißt, aber was die Fertigung anbelangt, müsst ihr schon noch ein bisschen Vorlauf haben. Das heißt, wenn ich die Kingwelle bestelle, braucht die wie lange bei euch? Das hängt von den, wir haben ja Zwischenschritte mittlerweile im Produktionsprozess, also ein Schnellschuss geht immer schnell, aber der ist dann quasi für uns, aber nicht für den Kunden bezahlbar. Ja. 6 Wochen. 6 Wochen. Naja, gut, okay. Bei den gängigen. Vielleicht 4, aber eher 6. Und manchmal 8. Und es sind immer wieder Urlaube dazwischen. Das lernt man mit der Zeit. Ostern, aber egal Pfingsten. Welcher Sonderwunsch, dann in 6 bis 8 Wochen ist der durch? Nein, nicht egal welcher Sonderwunsch. Wenn jetzt zum Beispiel, das können wir nachher sehen, wir fertigen gerade T5-Wellen. Mhm. Das ist so im 2-3-4-Monats-Rhythmus. Ich kann nicht jemanden eine T5-Welle fertigen, Spezialwunsch, wenn ich gerade keine anderen T5-Wellen fertige. Ja, okay, es muss Sinn. Immer bei der Charge dabei sein. Und das spreche ich mit den Kunden ab und sage, momentan eher Frühjahr. Ja. Und jetzt ist Frühjahr und es trifft so ein, es werden T5-Wellen gefertigt und dann kommen jetzt zum Beispiel, das gibt es nicht immer, dass so krasse Spezialwünsche dabei sind, aber es sind 2 wieder dabei, die bringe ich so unter. Wenn man hier langfährt, ne, wenn man hier hochfährt, hat man das Gefühl, da kann nichts kommen, schon gar nicht so ein Betrieb. Wir reden ja hier über einen hochqualifizierten Spezialbetrieb. Das ist ja hier keine Bude, wo du sagst, weiß ich nicht, da wird mal eben so ein bisschen Blech gekantet, sondern das ist ja hier alles High-Performance, wie du eben schon sagtest. In echt ist es so, dass tatsächlich hier sehr spezielle Teile gefertigt werden für die Industrie. Also für Industriebetriebe im Umkreis Bodenseeraum, sag ich mal. Und das hier in der Einöde? Ich wollte nicht Pampa sagen, aber gut, es ist nahes Hinterland zu Lindau, zu Friedrichshafen, zu Ravensburg. Das sind schon große Industriestandorte und Das finde ich ja eigentlich wirklich phänomenal, dass du an einem Ort, wo du es nicht vermutest, so eine Firma findest. Ne? Und dann schiebt man immer alles nach China und Taiwan und sonst wohin. Nein, und dabei ist die Qualität hier im Hause, beziehungsweise hier im Lande. Ne? Ja, also wir sehen jetzt hier zum Beispiel aktuell. Warum sehen die so aus, wie sie aussehen? Gekauft
Ja, das hier ist jetzt eine vorbearbeitete Welle, eine Sonderwelle, eine Sonderedition. Die hat eine Wärmebehandlung bereits hinter sich und wird jetzt dann weiter bearbeitet mit dem Drehprozess. Ins Haus kam sie als Rohmaterial, wie wir es hier sehen. Das ist das Rohmaterial der Kingwelle. Alter Schwede! Ja, ja. Was ist das? Das ist das Rohmaterial für eine Wange? Ja. Wie viel wiegt der Klotz? Ja. Leck mich am Arsch, ist der schwer. Weiß ich nicht, 4-5 Kilo wahrscheinlich. Nee, mehr, ist ja unfassbar. Was ist das für ein Material? Das sagt man nicht. Das ist unser Material, auf das wir uns festgelegt haben, das zu unseren Zwischenschritten passt mit der Wärmebehandlung und so weiter. Wo findet das Material denn noch Anwendung? Also Helikopterantriebswellen. Ja. Das musst du jetzt sagen, weil er hat es nicht gehört. Das sind Helikopterantriebswellen. Das ist der gleiche Grundwerkstoff. Kommt aus Frankreich. Helikopterantriebswellen, ja. Die müssen ja per se richtig was abkönnen. Ne? Ja. Wir kennen das Material, wir haben dieses Material ausgesucht, wir haben die Zwischenprozesse, die momentan laufen, abgestimmt auf diese Materialgüte und wir können das genau so handhaben. Ja. Schon beeindruckend, ne? Also es ist wirklich, also wenn man sieht, wie schwer das auch ist, mein lieber Mann, ey. Ja, es wird, wie gesagt, aus bei uns alles aus dem Vollen gefertigt. Ja. Das sieht man auch bei unseren Kupplungen, die wir gerade wieder aufgelegt haben. Das ist das gleiche Material wie von den Kurbelwellen, bekommt genau die gleichen Arbeitsschritte ab. Und wer unsere Kupplung kennt, der weiß, dass die immens verschleißfest ist. Also, ja, das ist was Spezielles. Da werden die Scheiben gefertigt aus... für unsere Kupplung. Die Zwischenscheiben, die werden aus dem Vollen gedreht. Die lassen wir nicht irgendwo lasern aus irgendeinem Blech, sondern die werden komplett aus dem Vollen gearbeitet, kommen so in Stangenware ins Haus, werden dann auch mit Zwischenprozessen vorbereitet und werden dann tatsächlich scheibchenweise gefertigt. Dann, wie gesagt, unsere Kupplungen laufen gerade wieder an. Da müssen wir ein paar Sachen nachfertigen und so weiter und so fort. Die Drehmaschine ist definitiv ein Bestandteil, die uns sehr zuspielt bei der Fertigung von Kurbelwellen. Also das ist auch ganz klar. Ich denke, eine Drehbank irgendwo in irgendeiner Werkstatt ist nicht in der Lage, die Präzision zu drehen, die wir brauchen. Und, wie definierst du die Präzision? Was heißt die Präzision für euch? Die Präzision heißt, wir müssen Lagersitze, Wangen, Oberfläche, ja, absolut in gleicher Qualität halten können über das ganze Jahr. Wir können nicht, von der Präzision her, der Lagersitz ist ja fertig gedreht. Mhm. Der muss passen. Ich kann da nicht 1/200 Toleranz haben. Eine normale Tolerierung in der Industrie wird bei Durchmesser 25 wahrscheinlich, weiß es nicht auswendig, 200-300 Toleranz zu lassen, geht bei uns nicht. Okay. Wir brauchen eigentlich 1000. Wir haben unsere Toleranzen, die ist ein 100 plus. Und das am Ende der ganzen Kette an Behandlungen. Und das ist bei uns eingelaufen. Das wissen wir, wie das funktioniert. Mhm. Wie das, und die Drehmaschine ist definitiv ein Teil, wo uns ganz viel Ärger erspart gegenüber, wenn wir es irgendwo anders machen lassen würden. Ja, das passt. Da ist viel Erfahrung dabei, sage ich mal, wie man die Prozesse angeht. Okay. Was sehen wir jetzt hier alles liegen? Ja, das sind jetzt... PX-Kupplungen, Small-Frame-Kupplungen, Vierscheiben-Kupplungen, Fünfscheiben-Kupplungen mit Ring, Small-Frame mit Ring geschraubt, Small-Frame mit verschiedene Varianten, die wir gerade fertigen. Ja, Kupplungskörbe laufen da gerade. Das ist der Rohling quasi. Das ist der Rohling vom PX-Kupplungskorb Stahl, genau. Und wie gesagt, ich habe da so eine Kupplung von euch schon bekommen. Ne? Also ja. Wenn man dieses Material anfasst, wenn man das aus dem Karton nimmt und man nimmt es in die Hand, ich will es mal so beschreiben, ich glaube, so mag sich eine Frau fühlen, wenn sie den schönen Dildo auspackt, glaube ich. Das hat so den gleichen Wohlfühlfaktor für uns als Männer, wenn du ein schönes Stück Metall in die Hand nimmst, wo du einfach merkst, dass es wirklich hochwertig produziert ist. Das mit in die Hand nehmen, das ist immer schön, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich freue mich jedes Mal, wenn ich meine Rallye in der Winterzeit, bin letztes Mal eine Runde gefahren, rausnimmt, die Kupplung trennt wie Teufel. Immer.
immer. Es ist so ein Wohlgenuss. Und ich weiß noch die Zeit, wo die Kupplung eben, man hat schon gemerkt, an der Ampel trennt nicht mehr, macht hier nicht mehr, eigentlich ein bisschen zu stark bestückt und so weiter. Ich freue mich jetzt jedes Mal über dieses, ich habe Spiel am Hebel, ich muss nicht den letzten Millimeter rausziehen aus dem... Ich freue mich jedes Mal. Ich habe gestern den Hebel von deiner Rallye gezogen. Ja. Christoph hat gesagt, hier zieh mal am Hebel. Was völlig absurd ist für mich vom Einstellen her, dass ich so viel Luft im Hebel habe. Dazu kommen wir aber vielleicht gleich nochmal, warum die Luft eigentlich sein muss. Und die Kupplung mit den Federn von der Bedienfreundlichkeit her, es gibt den Begriff der Frauenkupplung, ne? Die sich so wie so eine schöne... So sanft zieht, genau. Ja, aber das ist die Bestückung mit den XL-Federn, die im Rennbetrieb mit 52, 53 PS fährt in der DBM. Mit diese Federkraft XL ist bei mir verbaut. Wir haben auch noch schwächer. Also theoretisch reicht schwächer, nur ich mache halt den Worst Case und teste einfach die XL. Und die XL-Federn machen in einem Motor in Deutschland, in einem Roller, der mit zwei Motoren betrieben wird, sogar 60 PS und 60 Newton. Grüße, freut Grüße zum uns, Diabolo an der Stelle. Freut uns, dass das so toll funktioniert in diesem, ich finde ja den Motor an sich fantastisch, wie man auf so eine Idee kommt. Aber die Kupplung durfte da ein Teil davon sein und wie gesagt, für uns ist wichtig, in der DBM wird sie gefahren mit 52 PS und 52 und unter 40 Newton. Und sie läuft das ganze Jahr, laut unseren Kollegen, ohne aufzumachen. Und das gab es damals nicht. Das machen wir später. Das heißt, da reden wir. Kupplung. Das heißt, damit ich es nochmal verstehe. Das heißt, früher war es ja so, ich meine, du grinst schon im Hintergrund. Selten hat eine Kupplung den ganzen Tag Rennbetrieb überlebt. Und du sagst jetzt, dass eure Kupplung ein ganzes Jahr im Roller ist und du brauchst... Im Grunde so ist es. Und das jetzt aber auch schon seit mindestens drei Jahren. Gut, letztes Jahr war keine Rennsaison. Das heißt nicht mal belegt? Ohne Verschleiß. Ohne Verschleiß an unseren Bauteilen und selbst die Kupplungsbeläge lassen die Kollegen drin. Ich habe mir die Kupplung ja auch gekauft. So. Das heißt ja... Das ist ja fast ein Unding. Also normalerweise, wenn du entsprechend in der PS-Klasse dich bewegst, ist dir eigentlich vollkommen klar, dass die erste Schwachstelle sind die Kupplungsbeläge. Die Ecken gehen wie abgerissene Fingernägel. Die schauen nach einer Ausfahrt. Also ich hatte das auch schon, meine Tochter dabei gehabt bei einer Ausfahrt mit vier Takten im Vergaser, die ganze Zeit Reisegeschwindigkeit 40, 50 km/h und dann blub. Und dann bin ich heimgekommen und dann haben sich halt die Original-Piaggio-Beläge, wie du sagst, aufgerollte Fußnägel komplett kaputtgeschlagen und so weiter. Ich sag mal, gut. Also wir sind sehr zufrieden und die Ansprüche, die wir hatten, weshalb die Kupplung ins Leben gerufen wurde, wegen der Not der Kollegen in der Rennserie, jetzt im Alltag noch mehr Zufriedenheit. Also, Also quasi passt das wie in der Autoindustrie von der Rennstrecke für die Straße. Ja, bei uns eigentlich, ich sag mal, jedes Produkt. Also der Christoph hat ja jede Kurbelwelle, jeden Hub, jeden Zylinder gequält mit mehr Hub, längerem Bläuel, mehr Hubraum. Er hat ja nie einen Zylinder so gefahren, wie der Hersteller das ursprünglich dachte. Es war klar, der Zylinder kommt raus mit 56 Hub, M200, war ganz klar, er braucht 60 Hub. Ist heute, sage ich mal einfach, Standard. Ist heute Standard, also möchte ich behaupten, ja. Und so sind unsere Ansprüche und vor allem Anspruch ans Material, an die Haltbarkeit und so weiter natürlich auch immer mitgewachsen. Das wird der Christoph nachher auch erzählen. Es gab ja Zeiten, wo Kingwelle ins Leben gerufen wurde. Das war. Warst du noch nicht dabei? Nein. Das hast also du alles alleine bespielt, ne? Also alles allein. Seid ihr jetzt ein Team? 2015. Ich habe das erste Mal von Kingwelle gehört, das war 2013. Da hat der Boogie, den Boogie kennt ihr auch aus Aachen. Ja. Grüße, Boogie. Gesagt, hier komm, hast du nicht Bock auf eine geile Kurbelwelle? Und da muss ich sagen, da fehlte mir so der Zugang zu dem Preissegment und für das, was ich eigentlich haben wollte. Weil ich habe das Verhältnis nicht, das heißt nicht erkannt, ich habe die Notwendigkeit nicht gesehen, für den Motor, den ich bauen wollte, so eine teure Kurbelwelle zu kaufen. Was mir aber auch nicht klar war, und das habe ich jetzt im Laufe der Zeit und der Recherche auch, halt auch erst rausgefunden, und das müssen wir heute unbedingt rausstellen, denn ihr habt mir so viel Infos gegeben, dass das kriege ich am Leben schon gar nicht mehr alles zusammen, warum die Produkte bei euch das Geld kostenmassig kosten. Und es ist ja nicht so, dass die unterscheiden sich ja deutlich von, ich kann es ja nicht mal Konkurrenzprodukte sagen, aber von Marktbegleitern, die
doch recht günstig sind. Und irgendwoher muss ja das kommen. Aber wenn man das sieht und vor allen Dingen auch mit was für einem Enthusiasmus ihr und mit was für einer geisteskranken Zerstörereinstellung ihr im Grunde an eure Tests rangeht, ja, das ist ja so unfassbar. Also ich bin echt sprachlos. Also das ist, ich verstehe jetzt immer mehr, warum das Produkt den Preis kostet und muss ehrlich sagen, das ist sofort und für jeden eigentlich auch verständlich, warum das so ist. Das heißt, hier macht ihr Kupplungen auf der Maschine. Gut, hier werden die Dreharbeiten erledigt. Jedes Teil hat ja, nachdem es gedreht wurde, noch irgendwelche Konturen, die dann gefräst werden. Ja. Du musst übrigens sagen, was wir nicht zeigen dürfen. Ne? Also, wenn ich was hochhalte, wo du sagst, was kann ich oder was können die Leute da draußen noch an Infos gut nehmen? Gut, an den Drehteilen können wir jetzt nicht viel sehen. Wir können rübergehen, da sind gerade Kurbelwellen in der Mache. Ja, los. Das sind so Dinge hier, die haben wir, hier sind wir ein bisschen im Verzug. Da wurden wir geplündert im letzten Jahr, ja. Das ist jetzt so ein ich habe gesehen, ihr, auch im Lager, da ist nicht mehr viel Party, ne? Da ist ja, das, die wollen alle Schrauben zurzeit. Woran das wohl liegt? Ne, wir haben gesehen, kann ich mal so einen Rohling haben, Christoph? Du schreibst? Nee, drüben, so einen goldenen. Du schreibst hier immer mit Edding quasi den Hub drauf, ne? Ich schreibe den Hub drauf, genau. Also die Kurbelwelle war vorher so, hat eine Wärmebehandlung bekommen. Ja, das musst du jetzt mal näher zeigen. Jetzt. Die Kurbelwelle die sieht hat aus, hier eine Wärmebehandlung bekommen, genau. Okay. Und wird nachher auf der Drehmaschine dann fertig gedreht. Ja, scheiß die Wand an. Und bekommt dann auf der Fräsmaschine die Kontur, die Hubbolzenbohrung und natürlich dann mit dem Hub, wo ich sage. Ja. Und das legen wir eigentlich bis zu diesem Schritt. Ja. Wenn sie fertig gedreht sind, ist alles nur offen und dann lege ich die Kontur fest. Und wenn wir hier zum Beispiel, kleinen Augenblick, schon zurück, ich kann hier festlegen, Kontur, Vollwange oder Vollglocke. Das ist auch, lass mich da kurz einhaken, Vollglocke, das ist so ein Begriff, den ihr geprägt habt, ne? Ja, wir haben hier quasi, früher war es nur eine Glocke. Ja. Ja, und also eine reine Glockenform. Ja. Und wir haben dann mal hier noch eine Scheibe stehen gehabt und jetzt haben wir das hier so noch voll lassen. Ja. Mhm. Also wir nennen sie deshalb Vollglocke, weil es eine Mischung ist zwischen Vollwange und Vollglocke. Und Glocke, ja, deshalb voll. Ja. Auf jeden Fall bis zu diesem Schritt kann ich, wenn sie fertig gedreht sind, kann ich festlegen, Vollwange, Vollglocke, welcher Hub. Und wie gesagt, wir haben jetzt hier eine Serie, die ist jetzt verteilt auf mehreren Tischen. Sind die alle bestellt und schon verkauft? Nein, ein paar sind bestellt. Ein paar sind bestellt. Wir haben jetzt hier ein gutes Beispiel. Leute, die haben eine Zeit lang warten müssen. Man sieht hier, Lichtmaschinenstumpf, Kupplungsstumpf. Dieser Kollege gönnt sich eine T5-Welle. Man sieht die breite Welle. Mit 65 Hub. Der nächste Kollege fährt das gleiche mit 64 Hub, kommt ein Simonini drauf, so viel wir wissen. Der nächste möchte Drehschieber, 60 Hub, 54 ist eher Standard. Und der nächste möchte Drehschieber, 62 Hub, der möchte aber den Ausschnitt selbst herstellen. Das ist dann ein Sonderwunsch, wo wir ihm erfüllen. Der möchte hier andere Fräsungen. Das heißt, das ist das, was ich vorher gesagt habe. Ich fertige normale T5-Wellen und dann kommen Leute, denen wollen wir speziell. Und dann werden denen die Durchmesser hier vergrößert für Membranen, denen wird der Hub verändert. Die wollen hier spezielle Eigendesigns machen, das heißt, die Welle geht zum Kunden. Das könnt ihr alles, Moment, das heißt ja, dass du dem Kunden ja, das ist auch etwas, das überfrachtet mich gerade ein bisschen, also pass auf. Das ist meine Erfahrung, die ich mit euch gemacht habe, als ich angerufen habe und gesagt habe, ich muss ein bisschen weiter ausholen. Als ich mir den Quattrini überlegt habe, den M244, habe ich ein paar Leute gefragt, die da schon Erfahrung hatten. Ich habe mit dem Zylinder noch keine Erfahrung. Was für eine Welle? Und wirklich egal, wen ich gefragt habe, gibt nur eine Welle, King-Welle. So, dann habe ich euch angerufen, dann haben wir angefangen zu sprechen. Und das Phänomenale war, dass ich bei euch
gar nicht was bestellt habt, sondern ihr gesagt habt, ja, Moment mal, lass uns mal drüber sprechen, was willst du fahren, welche Rahmenperipherie hast du, welche Zündung, welche Kupplung willst du, welchen Vergaser fährst du, feste Membran, welches Gehäuse, also das ist ja mehr so ein All-In-Service, ne? Also das ist ja, es ist ja nicht nur einfach, du ja. gehst in den Online-Shop, bestellst was, das ist ja gar nicht euer Ding. Es geht auch nicht. Ich sag mal so, die Kurbelwellen, wo wir haben, da muss ja überall eine Bearbeitung dafür, wird, ja. wird notwendig. Ja. Sei es im Gehäuse oder sei es später unterm Zylinder ein Spacer und so weiter. Ich kann ja niemand eine Kurbelwelle verkaufen, der dann denkt, er kauft 64 Hub, wenn wir es mal bei der PX sind oder bei der Large Frame, der 64 Hub nimmt und nachher das Ding einfach nur draufschraubt, anzieht und merkt, der Kolben steht oben raus oder so, weil er Spacer braucht. Ja. Mhm. Also ich berate, ich will danach nämlich nicht diskutieren, dass man davor nicht diskutiert hat. Also wir beraten jeden Kunden. Wir hatten auch erst vor 2 Wochen einen, der hat einen Hub bestellt mit einer Bläulänge, wie wir es noch nie geliefert haben. Und das hat mir keine Ruhe lassen. Ich habe den dem auch gesagt, sag mal, was hast du vor? Und dann, der Christoph hat in seinen Anfängen von Kingwelle auch mal so ein Projekt gefahren. Und dann sage ich, hör mal, funktioniert das mit 60 Hub und so weiter? Und dann kam natürlich ganz klar die Erfahrung und hat gesagt, nee, also 54,5 oder 56, aber keine 60. Dann habe ich den Kunden wieder angerufen, der schon das Geld überwiesen hat. Und dann sage ich, hör mal zu, wir wollten die Kurbelwelle fast ja. verpressen, aber jetzt nochmal. Ach ja, dann. Ja, nee, ja, dann. Ja, danke. Ja. Und dann umgestellt, zack. Also ich habe nichts davon, wenn wir nicht beraten. Und nachdem alles speziell ist, müssen wir beraten. Auch unsere, ich sage jetzt mal, unsere Smallframe-Kupplung, 5 Scheiben, die bis 60, 70 PS hält, da muss auch was bearbeitet werden. Ich kann die auch nicht einfach nur rausschicken und nichts sagen. Das geht nicht. Ich denke, das ist Standard. Also macht es aufwendig für uns, aber wie gesagt, passt. Sind wir gewohnt. Das heißt, ihr habt ein brutales Maß an Individualisierungsmöglichkeit. Also es gibt ja fast nichts, was ihr nicht machen könnt. Ne? Nee, ist auch die Frage, was ist euer Standardprodukt? Wir können es so nicht beantworten. Also es gibt Bereiche, da läuft natürlich mehr, es gibt Bereiche, da läuft weniger, aber wir haben kein Produkt, wo man sagt, das ist es, mache ich jetzt mal Stückzahl 40 und lege es ins Regal, dass ich schnell bin. Es funktioniert nicht. Jeder will mal den Hub, Vollwange, Glocke, dieses Bläuel, jenes Bläuel. Geht nicht. Also ich sehe gerade, da steht das neue Pinasco-Gehäuse. Nein, Spaß beiseite. Nö. Nein. Wäre wahrscheinlich zu präzise gefertigt.